Felix, Timo und Max heißen die Drillinge, welche heute mal die Begrüßung für uns übernehmen. Schwester Hanna unterstützt sie dabei tatkräftig. Herzlich willkommen bei Giesinger und Ebner. Willkommen hieß es an diesem Tag also für zahlreiche Gäste, welche am Donnerstag, den 29. September 2011, zur Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten am Garnmarkt in Götzis geladen waren und sich einen ersten Eindruck des neuen Standorts der Personalberatung Giesinger und Ebner machen konnten. Sektempfang, Bilder bewundern, Impulsreferat genießen und feine Speisen untermalten diesen Abend anlässlich der Erweiterung der Kanzlei, welche seit 25 Jahren erfolgreich von dem Hohenemser Dr. Josef Ebner geleitet wird. Aber dazu später noch mehr. Erweitert wurde die Kanzlei mit Diplom-Ingenieur Martin Giesinger, welcher bereits Einblicke in die Personalberatung gewinnen konnte. Sein Augenmerk richtete sich dabei auf das Ziel, ab Anfang 2011 mit einer neuen Rechtsform loszulegen. Der Standortwechsel war dabei ebenso wichtig wie die Konzentration auf einen neu ausgerichteten Fokus, betonte Giesinger. Was hat uns nach Götzis ziehen lassen, war ganz einfach der Grund, wir wollten ein Zeichen setzen, dass in das Personalberatungsunternehmen Giesinger und Ebner, egal wie man die Reihenfolge wählt, etwas moderner, frischer Wind hineingebracht wird und die neue Location hier am Standort am Garnmarkt in Götzis bietet uns die perfekten Voraussetzungen dafür. Es geht mir nicht darum, der größte Personalberater in Vorarlberg zu werden, sondern ich möchte der Beste werden. Und dazu zählt eben, dass ich Kunden möglichst vollstufig betreuen kann. Vollstufig heißt, ich suche für Unternehmen wirklich von der Telefonistin am besten bis zum Geschäftsführer, kann ich unterstützend mit dabei sein. Dr. Ebner ist davon überzeugt, dass sich durch die Dynamik Giesingers neue Kunden aus der Industrie und dem Handel angesprochen fühlen. In Zukunft wolle er ihm immer mehr Aufgaben anvertrauen und sich in seinem neuen Lebensabschnitt vielfältigen Dingen mit Freude widmen. Also ich wandere sehr gerne, das habe ich auch in der Vergangenheit immer gemacht. Aus gesundheitlichen Gründen ist es gut, wir sitzen sehr viel, wenn man in die Berge gehen kann, ein bisschen reisen. Aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich fahre morgen auf die Malediven und übermorgen bin ich weiß Gott wo. Also ich finde das Ländle so schön, dass ich sehr viele Herausforderungen und schöne Dinge auch da erleben darf, gemeinsam mit meiner Frau. Wir hoffen natürlich, dass wir etwas gesund bleiben, dass wir die Früchte auch ein bisschen genießen können. Bei der anschließenden Empfangsrede im Junker Jonas Schlössle betonte Dr. Ebner ganz bewusst, dass ihn bei seinem neuen Geschäftspartner der Blick nach vorne wohl und zuversichtlich stimmt. Giesinger betonte, wie wichtig die Weggefährten und die Familie für ihn sei, um heute da zu sein, wo er ist und dass allerbeste Freunde besonders wichtig sind. Er hat Handschlagqualitäten, er ist von Grund auf eine ehrliche Person, die genau die Dinge macht, die er auch sagt und die er auch denkt. Und da ist es sehr angenehm, mit jemandem umzugehen, der ist berechenbar. Man weiß, wie die Dinge laufen. Wertschätzung, Vertrauen und Diskretion mit Geschäftspartnern und Bewerbern zeichnet Giesinger und Partner aus. Heutzutage ist es besonders wichtig, ausgezeichnetes, qualifiziertes Personal zu suchen und zu finden. Ja, gutes Personal ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist das wichtigste Kapital einer Firma. Deswegen ist eine gute Ausbildung wichtig und natürlich die Betreuung des Personals. Selbstverständlich muss man auch das Personal zuerst kriegen. Und wenn man es bekommt, geht man eben zu Giesinger und Ebner. Ich wünsche den beiden Herren natürlich eine sehr gute Zukunft. Sie haben sich an einem tollen Platz niedergelassen. Am Garnmarkt sind sie sicher gut untergebracht. Und ich freue mich sehr darüber, dass sie diesen Standort auch gewählt haben. Ich denke, Martin Giesinger und Josef Ebner werden sicher ihre Arbeit sehr, sehr gut machen. Und auch natürlich ihr Team dazu. Und so wird der Zulauf auch nicht ausbleiben. Niemals aufgeben, stattdessen seine Ziele verfolgen, referierte Willi Hollenstein den gespannt zuhörenden Gästen im Jakob-Jonas-Saal. Gefühle sind die größten Energieträger, welche wir besitzen. Und dass wir eine klare Lebensvision brauchen, da Gefühle unser Verhalten bestimmen. Und die Welt ist so, wie wir sie in unseren Gedanken machen. So die Kernaussage des Impulsreferates. Anschließend durften sich die Gäste in geselliger Runde vom Buffet bedienen und in herrlicher Schlössle-Atmosphäre den gelungenen Abend ausklingen lassen. Die Gastgeber waren sichtlich erfreut über das zahlreich besuchte Event, welches von wunderschönen Gemälden talentierter Künstlerinnen stilvoll untermalt wurde.